Friede gebe ich euch. Friede gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Friede gebe ich euch. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute ist ja wieder der Tag des Herrn. Wir haben wieder einen ganz besonderen Text im Losungstext. Gott, der du uns viel Angst und Not hast erfahren lassen, du wirst uns wieder beleben. Das ist eine Version. Oder du wirst uns wieder aufheben. Du wirst uns wieder helfen. Ja, dieser Psalm 71 hat es in sich, weil da sind einige Dinge, die der Psalmist anspricht, die schon die ältere Generation, dazu gehöre ich auch inzwischen, ja, besonders angesprochen werden. Und da ist natürlich die Frage, lässt man sich ansprechen? Denn in unserem Leben erfahren wir, wie wir ja wissen, also die Älteren zumindest, möglicherweise auch schon die Jüngeren, erfahren wir auch so manches an Not und Leid. Weil nirgendwo in der Schrift steht geschrieben, dass wenn du Gott vertraust und wenn du an ihn glaubst und dein Leben ihm übergeben hast und auch dadurch zum Kind Gottes wurdest, dass dir dann einfach nichts Schlimmes passiert. Keine schlimmen Situationen in dein Leben mehr eintreten. Dass du mit anderen Worten nur noch im Sonnenschein lebst und wandelst. Der Regen wird völlig ausgeklammert. Nun, das ist ja wahrscheinlich für die meisten von uns, können das bestätigen, dass das dem nicht so ist. Dass es Not und Elend gibt, auch im Leben eines Menschen, der an Gott glaubt und auch ihm vertraut. Und warum ist das eigentlich? Warum lässt der Herr all diese Dinge zu, ohne jetzt wieder einen ganzen Katalog von Dingen aufzulisten? Ich glaube, einer der Gründe ist, weil in vielen Fällen, zwar nicht in allen, aber in vielen Fällen ist dann der Mensch plötzlich bereit, nach seinem Schöpfer, nach Gott zu fragen. Und streckt sich aus nach ihm und bittet auch um seine Hilfe, um Kraft, da durchzugehen. Und das ist wahrscheinlich mit ein Grund. Natürlich gibt es auch welche, die verhärten sich und die werden verbittert und fangen an, sogar Gott anzuklagen. Ja, wenn es dich gibt, dann würdest du das ja alles nicht zulassen und so weiter und so weiter. Wir kennen diese Texte leider. Aber Jesus hat dir was auch gesagt, und da sind wir auch schon wieder beim Lehrtext. Er sagte zu seinen Jüngern, Frieden. Frieden lasse ich euch. Und zwar meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Und dann fügt er noch hinzu, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Diese Worte hat Johannes festgehalten im 14. Kapitel seines Evangeliums in Vers 27. Ganz ein wichtiger Text auch, weil hier der Herr Jesus uns einen unwahrscheinlichen, ich will es mal so nennen, einen unwahrscheinlichen Schlüssel zur Hand gibt. Ja, wozu ein Schlüssel? Einen Schlüssel braucht man, um etwas aufzusperren. Oder etwas zu versperren, geht in beiden Richtungen. Aber dieser Schlüssel, so wie ich das sehe, ist, dass wir oft in Situationen kommen, wo wir nicht ganz genau wissen, ja, ist das jetzt okay? Soll ich das machen? Soll ich diesen Weg einschlagen? Soll ich diese, Entschuldigung,
Soll ich diese Beziehung wirklich ernsthaft angehen? Und da hat man schon seine Fragen als Christ. Nun, als Nicht-Christ, da ist man einfach mehr oder weniger seinem eigenen Gutdünken überlassen, was man so gerade für richtig empfindet, das wird ihm gemacht oder auch nicht gemacht, je nachdem. Ja. Aber für einen Christen, der hat ganz andere Möglichkeiten. Das ist ja der Schlüssel, dass wir diesen Frieden haben, den der Herr Jesus all seinen Jüngern verspricht. Darum sagt er ganz dezidiert in diesem Lehrtext, meinen Frieden. Also damit sagt er, dass es andere Arten von Frieden gibt, die aber bei weitem nicht mit seinem zu vergleichen sind. Also meinen Frieden gebe ich euch. Und wer diesen Frieden hat, der hat eine innere Ruhe und bekommt eine Gewissheit und einen Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft. Und diese Aussage ist so monumental, weil dieser Friede entscheidend ist, auch in unserem Alltag. Weil es nicht ein Friede, wie schon gesagt, nicht ein Friede ist, wie die Welt gibt, der ein momentaner Friede ist, der zeitlich begrenzt ist und der auch letzten Endes wiederum die Herzen in Schrecken versetzt. Aber der Friede Jesu gibt uns ein Herz, das sich nicht mehr schrecken muss. Vor den schlimmsten Zeiten, vor den fürchterlichsten. Denken wir nur an viele, viele unserer Vorgänger, die in ihrer Beziehung zum Herrn Frieden fanden. Trotz der Tatsache, dass sie nur noch Augenblicke vor dem Tod standen. Entweder weil sie gefoltert wurden oder ertränkt oder verbrannt oder sonst irgendwie gemartert. Und und das passiert auch heute. Und dennoch haben unsere Geschwister auch in dieser Situation die Zusage Jesu, meinen Frieden gebe ich euch. Und viele konnten dann auch dem Tod entgegengehen und entgegensehen mit einem friedvollen und getragenen Herzen zu ihrem Herrn und Heiland gehen. Ich weiß nicht, wie das bei uns oder bei mir sein wird, wenn wir diesen Übergang vor uns haben, in welcher Situation wir sind, müssen wir auch nicht wissen. Müssen wir nicht. Aber was wir wissen müssen oder dürfen, ist, dass Jesus bei uns ist und uns zusichert, dass er uns seinen Frieden gibt und wir uns nicht zu fürchten brauchen. Was für ein Herr, was für ein Heiland, dem wir gehören dürfen. Da wünsche ich dir auch wieder einen erfüllten und einen geborgenen Tag des Herrn. Er ist es, der würdig ist, angebetet zu werden. Nimm dir die Zeit. Friede gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Friede gebe ich euch, Freude gebe ich euch. Oh.